Dies ist der neue Trakt des Landeskrankenhauses in Bozen. Es bleibt noch viel zu tun. Außer in zwei Abschnitten, im zweiten und im vierten Stock. Hier wurde alles im Rekordtempo fertiggestellt. Auch dank dieser Personen, die versuchen, auf die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu reagieren. Zuallererst eine neue Intensivstation, um die bestehende zu entlasten. Wir sind sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, jetzt in kürzester Zeit mit starker Unterstützung von allen Beteiligten heute diese Intensivstation in Bozen in Betrieb zu nehmen. Es wird eine Intensivstation sein, die ausschließlich Covid-positiven Patienten gewidmet ist. Und wir können hier natürlich mit einer kleinen Anzahl jetzt starten und können uns dann entsprechend erweitern. Die Schwierigkeiten waren natürlich, ein Haus, das fast fertig ist, innerhalb von wenigen Tagen eine Intensivstation aufzubauen mit entsprechender Ausrüstung, Personal und so weiter. Die Aufstockung der Intensivbetten ist eine der Grundvoraussetzungen im Kampf gegen das Coronavirus. Die Anzahl der Betten macht den Unterschied. Wir haben jetzt in den letzten Tagen daran gearbeitet, diese Abteilung hochzufahren. Wir können voraussichtlich heute bzw. morgen starten mit den ersten Betten. Das werden immer zuerst 6 Intensivplätze sein und wir werden die dann weiter aufstocken mit der Zeit, je nachdem, wenn die baulichen Maßnahmen dann auch fertiggestellt sind. 2 Stockwerke höher findet man dann eine Abteilung für die stationäre Aufnahme von Covid-19-Patienten. Mit unglaublichem Einsatz ist auch hier innerhalb 48 Stunden eine perfekt funktionierende Krankenhausabteilung geschaffen worden. Wie man sieht, sind wir hart am Arbeiten, um die Abteilung in Funktion zu setzen. Die Abteilung ist am Dienstagabend freigegeben geworden. Heute, Donnerstag, sind die Betten, die Ausrüstung, die Medikamente schon vor Ort. Ich muss ehrlich sagen, ein riesiges Dankeschön an die ganzen Mitarbeiter, am ganzen Sanitätsbetrieb, an die ärztliche Direktion, um so etwas möglich zu machen. Eine Abteilung in 2 Tagen auf die Füße zu setzen. In den nächsten Stunden werden die ersten 6 Patienten kommen und dann haben wir bis morgen 24 Betten zur Verfügung. Das Ganze kann bis auf 60 Betten erweitert werden. Die Einrichtung dieser neuen Covid-2-Abteilung zeugt von der praktischen und organisatorischen Effizienz des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Im Kampf gegen das Coronavirus geht es in erster Linie darum, Zeit zu gewinnen. Ja, ich bin sehr froh darüber, denn die Schwierigkeit ist die Kapazität der Betten, vor allem der Intensivbetten. In Südtirol, ja, eine relativ kleine Realität, hat man bei normalem Gesundheitsbetrieb etwa 30, 32 Intensivbetten, die ja durchwegs meistens belegt sind. Und wir haben mittlerweile schon mehr als verdoppelt, eine große Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt ist wirklich in kürzester Zeit, auch durch Arbeiten rund um die Uhr, auch in der Nacht, es gelungen, 6 weitere Intensivbetten im neuen Trakt des neuen Krankenhauses Bozen aufzusperren. 24 Betten, wo eben auch subintensive Patienten eben einquartiert werden. Und hier denke ich einfach, dass es schon wieder ein weiterer Schritt ist, eine Ausweitung, die uns noch ein paar Tage Luft gibt. Aber irgendwann werden wir auch in diesem Bereich an die Grenzen kommen.